herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erlebe deine Stadt. Und heute begebe ich mich in gewisser Weise in die Hamburger Unterwelt. Und wer jetzt denkt, ich rede hier mit Verbrechern oder ich bin in der Kanalisation, es stimmt beides nicht. Um was es hier geht, das werdet ihr in den nächsten Minuten herausfinden. Ich habe mir als Interviewpartnerin Sandra quasi eingeladen. Sie arbeitet für den Verein Hamburger Unterwelten e.V. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, und wenn man das Wort Unterwelten hört, denkt man ja erstmal automatisch an wirklich alles, an die Unterwelt, ja, Verbrechen, an die Kanalisation. Aber ihr befasst euch ja mit was ganz anderem, ne? Ja, wir als Hamburger Unterwelten, uns gibt es jetzt schon seit 15 Jahren. Leider konnten wir durch Corona nicht das Jubiläum begehen und entsprechend feiern, aber uns gibt es seit 15 Jahren und wir beschäftigen uns mit ganz ungewöhnlichen Bauwerken, die uns zum größten Teil von der Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt werden und ja, schützen diese, pflegen diese und bieten auch Führung durch diese an. Was für Bauten sind das vornehmlich? Ja, das sind also ja am meisten im Moment Bunkeranlagen. Das kommt natürlich daher, dass im Jahre 2007 die Zivilschutzbindung aufgehoben wurde und seit diesem Tag oder seit diesem Jahr wird gesagt, dass wir deutschlandweit keine Bunkeranlagen mehr benötigen, weil die heutige Bedrohung eine andere ist, jedenfalls hier bei uns in der Region, und dementsprechend dürfen Bunker veräußert werden, verkauft werden, aber eben auch so wie wir es machen, bespielt werden. Das heißt, wir machen die klassische Zwischennutzung und bieten unter anderem eben Führung durch solche besonderen Bunker und auch Schutzräume an. Nun sind wir hier in einem Bunker, der sich direkt am Hauptbahnhof befindet. Wer Bunker oder Schutzbunker hört, denkt ja meistens an den Zweiten Weltkrieg. Aber dieser Bunker wurde ja nicht nur für, sag ich mal, den Zweiten Weltkrieg errichtet, sondern sollte ja auch danach noch weiter genutzt werden. Ja, dieser Bunker ist tatsächlich natürlich, wie ich sag, fast 99% ihrer Art hier in Hamburg während des Zweiten Weltkriegs gebaut worden. Auch in den 40er Jahren, über 3 Jahre, entstand dieser riesengroße Riegel vor dem Hamburger Hauptbahnhof, damals in Nutzung für die Deutsche Bahn. Das heißt, die Deutsche Bahn war damals Auftraggeber, denn die Deutsche Bahn hatte hier am Hauptbahnhof ein Riesenproblem. Es gab nämlich unglaublich viele Reisende, ähnlich wie heute, die aber natürlich, wenn sie hier in den Hamburger Hauptbahnhof einfuhren, nicht gleichzeitig eine Möglichkeit hatten, sich vor Bombenangriffen zu schützen. Und somit musste die Deutsche Bahn reagieren und hat einen ja 140 Meter langen, 3 Etagen tief liegenden Tiefbunker gebaut. Und da konnten sich eben die Menschen schützen. Man ist damals über Treppen direkt von den Gleisen heruntergekommen in diesen Bunker. Somit war der Haupteingang unten, ganz unten, tief unten, 11,70 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Aber als dann der Krieg zu Ende war und die politische Situation sich veränderte und es zum Kalten Krieg kam, bekam man natürlich Angst und wollte die Menschen schützen. Man wusste, es gibt die neue Bedrohung, die Bedrohung durch die Atombombe. Aber trotzdem dachte man sich, im Zweiten Weltkrieg haben die Bunker geschützt. Vielleicht ist es auch möglich, jetzt irgendwas zu tun, damit sie ähnlich, ja, schützenswert sind. Und tatsächlich wurden sie dann umgebaut. Und das kann man hier bei uns am Tiefbunker Steintorwall besichtigen, was eben alles gemacht wurde, damit so ein Bunker auch ABC-sicher ist. Aber zum Glück kam dieser Bunker ja danach nie zum Einsatz. Das heißt, man hat sich viel Mühe gegeben, keine Kosten gescheut für den Fall der Fälle, der aber ja zum Glück nie eintraf. Ganz genau, keine Kosten gescheut, das ist richtig. Es sind wirklich so viele Millionen von D-Mark damals noch geflossen, das möchte man heute alles gar nicht mehr wissen, denn das handelte sich zum größten Teil um Steuergelder und doch ist nur ein kleiner Prozentsatz umgebaut worden. Es sind also nur 89 Schutzräume umgebaut worden für den Kalten Krieg. Also hatten wir nur ganz, ganz wenig Plätze, ungefähr für 4,7% der Bevölkerung. Die hätten im Ernstfall hier, unter anderem hier, eben auch Schutz gefunden. Aber man wusste natürlich auch damals schon, dass wenn es wirklich zum Abwurf der Atombomben kommt, dass man nicht wirklich sicher ist.
Denn es gab alleine, ich sag mal, zwischen den Großmächten Sowjetunion und der USA gab es damals über 150.000 aktive Sprengköpfe. Und es war jedem klar, dass wenn diese ausgelöst werden im Ernstfall, dass wir dann keine Erde mehr haben und dass niemand gewinnt und dass niemand überlebt und auch nicht in einem Tiefbunker so wie hier, der zwar ganz tief in die Erde eingebuddelt ist, aber natürlich so eine Explosion von mehreren Atombomben nicht überlebt. Das ist jetzt ja eine von wie vielen Bunkeranlagen, die es in Hamburg noch gibt, beziehungsweise die ihr mit Unterwelten e.V. betreut? Ja, das beantworte ich mal in diesen zwei Fragen. Also eine Sache ist ganz kompliziert. Das fragen auch immer ganz viele Gäste, wie viele Bunker, wie viele Schutzräume gibt es noch hier bei uns in der Stadt. Das kann man tatsächlich gar nicht sagen, weil im Endeffekt das Bauamt im Zweiten Weltkrieg abgebrannt ist und dementsprechend alle wichtigen Unterlagen zerstört wurden. Denn anders als heute hat man damals direkt auf Papier gezeichnet. Und wenn so ein Papier verloren gegangen ist, dann hat man teilweise nicht mehr die Möglichkeit, noch herauszufinden, wo waren die ganzen Bunker. Also Bunker und Schutzräume, wir sprechen hier ungefähr von 1.300. Jedenfalls der Verein Hamburger Unterwelten versucht, die zu zählen. Und wir sind bei 1.300, aber sicherlich gab es noch viel, viel mehr. Und dementsprechend ist es ganz schwierig zu sagen, was gibt es heute noch. Also wir schätzen, dass Minimum die Hälfte noch existiert. Viele sind seit dem Jahr 2007 gefunden worden, abgetragen worden. Es werden neue Häuser gebaut auf diesen Grundstücken. Das weiß man, das sieht man im Stadtbild. Bunkeranlagen verschwinden, gerade die großen Hochbunker, die in vielen Stadtteilen errichtet wurden. Wir selbst beschäftigen uns insgesamt, ich muss mal überlegen, also wir haben gerade 3 aktive Bunker, durch die wir führen dürfen. Jetzt mal abgesehen von Corona, im Moment ist das schwierig, Führungen anzubieten, aber wir haben 3 Bunkeranlagen, durch die wir führen können. Und in einer befinden wir uns. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das hier gleich mal an. Was ist das hier für ein Bereich, in dem wir jetzt sind? Das gehört ja auch schon mit zu dem Bunker dazu. Ja, wir sind also gerade hier angekommen und sind von ganz tief unten eingestiegen. Auch das hat bauliche Hintergründe. Wir sind also bei -11,80 Meter eingestiegen und dann nach oben gelaufen an die fast Erdoberfläche. Wir sind hier direkt in der ehemaligen ersten Etage sozusagen des Bunkers. Und ja, wir vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich hatte das, glaube ich, kurz erwähnt. Der Bunker ist 140 Meter lang, aber damit natürlich die Massen auch die Möglichkeit haben, diesen Bunker zu erreichen, ist er damals in der Mitte geteilt worden. Das heißt, wir haben einen Süd- und einen Nordteil, fast identisch zueinander gespiegelt. Wir sind hier im Südteil. Diesen bespielen wir auch nur als Verein, weil es kaum möglich ist, beide Hälften wirklich so instand zu halten. Denn das sind ja wahnsinnig viele große Flächen, die wir haben. Dementsprechend sind wir nur auf der einen Seite, aber sie sieht eben fast genauso aus wie die andere. Deswegen entfallen keine Informationen, wenn man nur den Südteil anschaut. Und wir sind hier in einem Raum, den wir umgenutzt haben. Das machen wir selten. Eigentlich lassen wir alles so, wie es ist und zeigen die Geschichte, wie sie wirklich hätte funktionieren sollen. Aber wir haben diesen Raum hier umgenutzt. Hier sind wir in einem Vortragsraum. Jeder, der bei uns eine Führung schon mitgemacht hat, der weiß das. Am Anfang wird man mitgenommen in die Geschichte, bekommt erklärt, warum Bunker gebaut wurden, was Bunker sind, was man mit ihnen gemacht hat und auch wie viele es gibt natürlich und was im Kalten Krieg passierte, was heute mit den Bunkeranlagen passiert, damit man einfach schon mal vorbereitet ist auf das, was man später in diesen 3 Etagen alles sieht, wird man hier so ein bisschen eingeführt in die Geschichte. Okay, dann würde ich sagen, tauchen wir mal ein in die Geschichte. Wir sind eine Ebene nach unten gewandert und sitzen hier auf Original-Equipment sozusagen, auf den Stuhlreihen, die sich hier entlang der Wand erstrecken. Holzstühle mit, ja, was ist da, Schaumstoff, Kopfstütze und nicht zu vergessen Anschnallgurte. Und da fragt man sich natürlich, warum Anschnallgurte? Aber das, denke ich mal, wirst du uns ja gleich erzählen.
Ja, wir sind also eine Etage weitergelaufen. Wir laufen jetzt genauso, wie wir hier eine Führung machen durch die einzelnen Räume. Und hier ist ein großer Raum mit ganz, ganz vielen Stühlen, ganz viele alte Holzstühle. Insgesamt 176 Personen sollten hier Platz finden. Und hier wären wahrscheinlich auch gleich ganz viele reingelaufen. Also wenn es wirklich zum Ernstfall gekommen wäre, vielleicht noch mal kurz die Erklärung, das mache ich auch bei meinen Gästen. Der Bunker ist im Zweiten Weltkrieg entstanden, aber alles, was wir sehen, selbst die Farbe an den Wänden, das ist alles geweißt, kommt aus der Zeit des Kalten Krieges. Also im Endeffekt ist nur noch der Beton, der Grundriss aus dem Zweiten Weltkrieg, alles, was wir hier sehen, hat mit dem nichts mehr zu tun. Wäre es also zum Abwurf einer Atombombe gekommen und es wäre oben ein Sirenenalarm ausgelöst worden, wären die Leute irgendwie in diesen Bunker gelaufen, denn es gab nicht wirklich Listen, die einem gesagt haben, wenn es zum Ernstfall kommt, musst du dort und dorthin laufen, sondern eigentlich waren es eher nur die Leute, die von dieser Anlage hier wussten, die sich damit beschäftigt haben, die diese umgebaut haben, die das in Auftrag gegeben haben, der Katastrophenschutz Hamburg. Die wussten, dass es das gibt, aber jeder andere normalsterbliche Bürger dieser Stadt hätte wahrscheinlich bei einem Sirenenalarm gar nicht gewusst, was er machen soll. Aber gehen wir davon aus, man ist da oben spazieren, dann läuft man hier runter, eben durch den Eingang oben, der für uns gerade verschlossen ist, oder durch den Eingang unten. Und dann kommt man hier rein und dann stolpert einer über den nächsten und dann sieht man hier Stühle und dann soll man sich einfach erstmal hinsetzen. Jeder wird erstmal auf einen Stuhl gesetzt, denn man hatte hier tatsächlich nur 0,8 Quadratmeter Platz. Also das heißt, groß stehen, laufen, irgendwelche Menschen suchen, die man vielleicht kennt, das hätte Chaos ausgelöst. Dafür sind die Wege auch zu eng, die Gänge zu eng. Also man wäre hier runtergekommen, hätte Platz genommen und hätte hier, so sah die Stadt Hamburg es vor, 16 Stunden gesessen. Nach diesen 16 Stunden hätte man die Möglichkeit gehabt, ein Bett aufzusuchen, da hätte man 8 Stunden liegen sollen und dann hätte man eben wieder nach 8 Stunden aufstehen müssen, hätte sich wieder irgendwo einen Platz gesucht und hätte 16 Stunden gesessen. Geplant war, dass man das 14 Tage macht, denn für 14 Tage hatten wir hier eingelagert Essen, Medikamente. Wir hatten Luft, das was fast das Wichtigste ist, Luft zum Atmen, gereinigte Luft, und wir hatten hier Wasser. Nach 14 Tagen allerdings hätte sich das Konzept aufgelöst, es wäre beendet gewesen und jeder wäre auf sich alleine gestellt und hätte wahrscheinlich dann den Bunker verlassen, um zu schauen, was dort oben überhaupt noch machbar ist. 16 Stunden sitzen. Ich meine, viele Leute kriegen ja schon die Krise, wenn sie nur mal 4 Stunden im Flugzeug sitzen müssen, vielleicht mal auf die Toilette gehen, das schauen wir uns ja gleich auch noch an, aber sonst ja wirklich sitzen, im Zweifelsfall auch angegurtet, da merkt man mal, wie gut es einem denn eigentlich geht, weil 16 Stunden ist ja schon eine echt lange Zeit, das schaffst du ja selbst noch auf einem Langstreckenflug, glaube ich, noch nicht mal. Ich glaube, das sollte man auch gar nicht, ne? Nee. Sagt man nicht wegen Thrombosegefahr, genau. Sondern auf jeden Fall viel trinken, damit man viel auf Toilette läuft. So kenne ich das. Ich bin mal nach Australien geflogen, da haben wir ganz viel zu trinken bekommen und waren ständig sozusagen in Bewegung. Das war hier nicht so. Und ich vermute ja auch mal, dass alles, was man an Essen und Trinken hatte, hier ganz stark rationiert war, oder? Weiß ja, das sehen wir gleich in der Küche. Da erklärt sich das dann auch, warum das Essen, was wir hier angeboten hätten, gereicht hätte und warum auch der Platz an Lagerfläche gereicht hätte. Das ist ganz schön gruselig, das erzähle ich gleich in der Küche. Aber hier mit dem 16 Stunden Sitzen, das ist ja nicht nur dieses Gefühl 16 Stunden Sitzen, denn was hier dazu kommt, ist, wir haben meterdicke Wände. Das ist halt klassisch für einen Bunker, nur dadurch ist er sicher. Und wir haben keine Fenster und wir haben keine Möglichkeit, hier einen Biorhythmus irgendwie auszulösen. Das sprich, man hätte 24 Stunden Licht gehabt und die Menschen hätten natürlich aufgrund ja, des Atomschlags sozusagen, hätte es ja auch nichts mehr gegeben, was an Elektronik funktioniert. Alles hätte manuell funktionieren müssen und sicherlich hätte man ganz schnell vergessen, ist es jetzt eigentlich mittags, abends, morgens, wann schlafe ich, wann sitze ich? Und natürlich, was hier dazu kommt, ist die Angst. Also sprich, die Leute, die ich nicht finde, leben die noch? Warum gibt es an den Sitzen Gurte? Ja, das haben wir uns lange gefragt. Das ist tatsächlich mit einem sehr lächelnden Auge zu beschreiben, zu erklären. Das ist tatsächlich ein Scherz. In gewissen Sinne ist es ein Scherz. Und zwar hat kein Bunker, den wir kennen, Gurte.
Und wir haben uns dann natürlich gefragt, wieso gerade hier? Ist das hier irgendwie besonders? Ist hier die Erschütterung so groß? Wieso haben wir Gurte? Und tatsächlich, auf jedem dieser Gurte steht der Aufdruck Autoflug. Und da haben wir mal so ein bisschen geforscht. Wir hatten hier auch die Firma Autoflug vor Ort. Und die haben eine Tour mit uns gemacht und die haben uns dann auch erklärt, dass sie tatsächlich den Herrn, der wahrscheinlich die Gurte verkauft hat, kennen, weil es gab einen guten Vertreter und der hat tatsächlich dann für jeden Stuhl und für jedes Bett jeder Stadt Hamburg, wie auch immer, verkauft, dass man sich hier anschnallen muss, um nicht vom Stuhl zu fallen oder aus dem Bett zu kullern. Wir haben das mal berechnet, beziehungsweise mit normalem Menschenverstand mal überlegt, was Not tut, damit wir aus dem Stuhl fallen. Und das muss man sich ähnlich wie bei einem Auto vorstellen, aber wenn dieser Bunker ähnliche Bewegungen ausführt, dann sehen wir wahrscheinlich relativ schnell Tageslicht, weil wir sind hier nur umgeben von Beton. Und wenn der so erschüttert oder so schwankt, dass es hier um Meter geht, dann ist der Bunker, glaube ich, nicht mehr sicher oder nicht mehr existent. Also kann man diesem Vertreter nur gratulieren, dass er eben der Stadt hier dementsprechend das Geld aus der Tasche geleiert hat. Weil das, was wir an Unterlagen finden konnten, war, dass so ein Gurt hier 8,20 Mark gekostet hat. Und das für insgesamt 2.702 Plätze. Und da, man muss ja auch dazu sagen, 8 Mark aus heutiger Sicht, ja, 4 Euro, das klingt nicht viel, aber in den 50er Jahren waren 8 Mark ja verdammt viel Geld. Das war damals verdammt viel Geld und deswegen sagen wir herzlichen Glückwunsch, dass er das so geschafft hat. Tatsächlich hat das keinen anderen Hintergrund, weil sonst hätte es das Schutzkonzept so vorgesehen, dass Gurte angebracht werden müssen. Also was ich total sinnvoll finde, ist, dass die an den Betten vorhanden sind, weil ich glaube, dass man irgendwann also erstmal nicht schlafen kann, weil man einfach gar nicht mit der Situation umgehen kann und weil es hier Bettenräume gibt für 150 Personen und die kennt man alle nicht und jeder ist da irgendwie. Ich glaube, irgendwann wäre man erschöpft gewesen und wäre eingeschlafen und dann so im Tiefschlaf sich umdrehen im Bett, denn die Betten haben insgesamt 3 Etagen. Wenn man da oben liegt, dann macht der Gurt tatsächlich Sinn, damit man nicht runterfällt. Aber hier auf den Sitzen macht das überhaupt keinen Sinn. Das hier war der wichtigste Mann unter der Erde, nur ist das jetzt hier eine Schaufensterpuppe, die allerdings, habe ich mir gerade sagen lassen, wenn man es nicht ankündigt, auch heute noch viele erschreckt, weil man nicht damit rechnet, dass hier einer sitzt. Hier saß der, ich nenne es mal Verantwortliche, der den Laden hier ans Laufen hielt. Der hatte Kontakt nach draußen mit einem richtig tollen Telefon. Ich bin jetzt zwar zu dicht dran, aber man kann es auch, Moment, hören, weil hier unten ist nämlich die Glocke. Das hat also richtig gescheppert, wenn es geklingelt hat. Und natürlich ein Waschbecken und ein Bett hier hinten. Und das Besondere an diesem Raum ist, beziehungsweise war, es war der einzige Raum, der abschließbar war. Nicht nur die Tür, die man schon zumachen konnte, sondern vorne auch noch eine Kette vor. Alle anderen Räume, vor allem die WCs und so, die hatten ja keine Tür. Ne? Da hatte man ja viel zu viel Angst, dass da was passiert. Ja, man hat eben aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gelernt. Da kann man traurigerweise sagen, dass viele Frauen, die noch vor Ort waren, die haben teilweise ihre Männer verloren, ihre Kinder verloren und sie hatten einfach nicht mehr den Lebensmut und haben sich dann hinter den verschlossenen Türen der Toiletten erhängt. Das haben viele Zeitzeugen, die damals natürlich noch Kinder waren, erzählt. Die stellten dann fest, ich muss auf Toilette. Auf der einen Toilette, da stehen 20 Frauen an. Auf der anderen Toilette, da steht keiner an. Gehe ich doch dahin, wo keiner ansteht. Und dann hing da jemand. Und man sagte, wer hier unten ist und seine Angehörigen nicht findet und weiß, dass dort oben die Welt zerstört ist, der wird wissen, wie seine Zukunft aussieht und wird vielleicht auch nicht diese 14 Tage hier unter der Erde abwarten wollen und überlegt dann eben auch Suizid zu begehen und dementsprechend hat man den Menschen hier die Möglichkeit genommen und hat versucht, alle möglichen Türen eben abzuschaffen. Alle wichtigen Räume, also alle nicht wichtigen Wände wurden abgetragen. Wenn man sich Bunkergrundrisse anschaut aus dem Zweiten Weltkrieg, dann waren die verwinkelt und kleinteilig, weil man da eher Angst hatte vor Massenpaniken. Und alle Bunker aus dem Kalten Krieg haben dann nur noch die wichtigen tragenden Wände, weil man nicht wollte, dass irgendjemand mit sich alleine ist und Zeit hat zum Nachdenken.
Meter, sowas. Klein. 8x4 Meter. Für eine Küche, für wie viele Leute? Also wir sagen immer, also man hat den Platz, also man hat alle Wände weggenommen, alles weggenommen. Und dann hat man gesagt, wie viel Grundfläche haben wir noch? Und das hat man geteilt durch diese 0,8, weil jeder sollte 0,8 Quadratmeter Platz haben. Das war irgendwie damals so Vorschrift. Und dann kommt man bei beiden Hälften auf 2.702 Personen, also hier circa 1.351. Die man von diesem kleinen Raum oder verhältnismäßig kleinen Raum verpflegen musste. Ja, von diesem kleinen Raum hätte man diese Leute verpflegen sollen. Was weiß man, woraus die Mahlzeiten bestanden hätten? Hätte dieser Bunker, sag ich mal, in den 50er, 60er Jahren hier weiter genutzt werden müssen? Ja, also wir haben so Verschiedenes gefunden, weil in Unterlagen kann man tatsächlich nicht so richtig lesen, was damals geplant war. Die sind wirklich sehr verhalten und man ist sich auch nicht sicher, ob solche Unterlagen nicht noch eher unter Verschluss sind und vielleicht irgendwann mal auftauchen. Also wir konnten es daran erkennen, an der Einrichtung selbst. Wir haben so Dosenöffner gefunden, die aus den 60er Jahren sind, eindeutig. Und Dosenöffner haben uns dann irgendwie gezeigt, man hatte tatsächlich vor, Konserven zu öffnen. Man kann sich ja aber vorstellen, dass für 1.351 Leute so viel Konserven, der Platz, den wir haben, das hätte für 2 Tage gereicht, wenn überhaupt. Also musste man irgendwie eine andere Lösung finden. Und hier, dieser Raum hat wirklich eine Spüle und 2 Kochplatten. Also insgesamt 4 Kochfelder. Mehr nicht. Und darauf sollte man heißes Wasser zubereiten, für Tee, für Kaffee, Essen zubereiten. Das hätte im Leben nicht funktioniert. Und deswegen gibt es hier sowas wie Komprimatnahrung. Das kennt man heute auch ohne Schleichwerbung. Ich sag's jetzt einfach mal. Das gibt's bei Globetrotter. Bei Globetrotter kriegt man eben solche Komprimatnahrung heute gekauft. Und mit dieser kann man sich verpflegen, weil sie hochkalorisch ist über mehrere Tage. Und das ist einfach zusammengepresst, ich sage mal so auf Getreidebasis, so ein Riegel wie so ein Stück Butter von 250 Gramm. Genau diese Größe hat das, die Bundeswehr kennt es auch. Als Panzerkekse, so sagen die immer zu uns, wo wir dann aber sagen, ja, Panzerkekse, das gibt es, das kennen sie. Das, was wir hier haben, ist noch ein bisschen was anderes, weil eben unglaublich viele Vitamine, Kalorien, alles wurde reingestopft, künstlich natürlich. Und man kann praktischerweise dieses Stück Butter trocken essen mit kaltem Wasser oder eben auch mit heißem Wasser. Schmeckt eigentlich immer gleich. Also nicht lecker, aber man wird ernährt. Man sagt, ein so ein Stück, ich sage in der Größe von einem Stück Butter, hätte 4 Personen 2 Tage satt gemacht. Das muss man sich mal... Also, da muss man mal drüber nachdenken, das ist Wahnsinn. Dieser Bunker hatte natürlich eine Besonderheit, was das Trinkwasser anbelangt. Er war ja angeschlossen an einen Tiefbrunnen, was ja viele andere Bunker nicht hatten. Ganz genau, also wir hatten hier wirklich, das muss man den Gästen immer sagen, wenn die vor Ort sind und ja erschreckt sind über die Einfachheit des Bunkers, muss man trotzdem darauf hinweisen, dass dieser Bunker ein sogenannter Luxusbunker war. Denn Luxus wäre einfach gewesen, Wasser zu haben, Luft zum Atmen zu haben und auch ernährt zu werden. Und wir hatten hier dafür einen Tiefbrunnen, der wurde 170 Meter tief gegraben. Und da hätten wir natürlich für die Zeit, für diese 14 Tage, auf jeden Fall nicht kontaminiertes Wasser zu uns nehmen können. Und zwar ausreichend, denn in anderen Bunkern gab es solche riesengroßen Wassersäcke. Also die kann man sich auch heute noch bei Bunkerführungen in anderen Anlagen anschauen. Und da hätte jede Person am Tag 1 Liter Wasser zur Verfügung gehabt, aber nicht nur zum Zubereiten der Nahrung oder als Trinkwasser, sondern eben inklusive Toilettenspülung und Waschen und allem, was man so in Verbindung mit Wasser bringt, das wäre also zugeteilt worden. Und hier bei uns hätte man gesagt, also auch wenn das Essen, ich sag mal, nicht schmeckt, Wasser hätten wir ohne Ende gehabt. Ein Ort, den ich sonst nie filmen würde, das Herren-WC. So. Da ist ein Waschbecken, aber eher zum Reinigen von vielleicht Geschirr. Genau, weil das so niedrig ist. Mit diesen alten Schläuchen.
Und so Helm, das kenne ich auch noch. Genau, dann geht es nach links durch in den nächsten Bereich. Wieder mit. Hier ist tatsächlich die Waschbecken. Mhm. Für die Männer nur drei. Da ist die Wand. Nur ist gut, das ist ja schon mal mehr als. Und nur kaltes Wasser nehme ich mal an, ne? Tatsächlich gibt es hier bei den Männern nur kaltes Wasser. Da haben wir oft auch wirklich sehr heiße Diskussionen, warum die Frauen ein Waschbecken haben mit einem roten Wasserhahn. Denn die Frauen haben hier das warme Wasser und die Männer haben nur das kalte Wasser. Ja. Dann stellen wir gern die Frage, warum? Und dann kommen wirklich sehr absurde Antworten wie, die Frauen müssen sich die Haare waschen, die Frauen müssen Wäsche waschen. Wo ich denke, nee, sie kommen von da oben hier runter, sie haben nur ein paar Sachen mit, sie kriegen hier keine Sachen, sie haben 14 Tage dasselbe an und sie möchten nicht nackt hier zwischen den Menschen sitzen, indem man was wäscht. Also das nicht, denn tatsächlich darf man nicht vergessen, diese Umrüstung der Bunker begann so in den 70er Jahren und da war die Rolle der Frau festgelegt. So, heute ist es sehr frei und offen, aber damals war es festgelegt, denn die Frauen kümmerten sich um die Kinder. Und warm Wasser gab es natürlich für die Babys, denn auch Pampers gab es später. Dementsprechend hatten die Kinder natürlich so kleine Stoffwindeln um und die mussten ausgewaschen werden. Und deswegen hatten die Frauen diesen warmen Wasserhahn, nicht um sich die Haare zu waschen und sich irgendwie noch schön zu machen, sondern um die Kinder zu versorgen in dem Sinne. Aber es verrückt auch, was für Ideen Leute dann wieder kommen. Ne? Man, ja. Ja, heutzutage kommt man auf ganz absurde Ideen, aber heute sagen auch ganz viele Männer, dass, wenn ich das geahnt hätte, hätte ich das eingeklagt. Weil ich kümmere mich heute genauso um unseren Sohn. Dementsprechend hätte ich auch den warmen Wasserhahn gewollt. Das finde ich auch richtig. Ich glaube, heutzutage hätte man das anders gemacht. Das glaube ich ganz gewiss. So, hier sind jetzt ja nur Waschgelegenheiten. Genau, hier zu der Seite haben wir ein riesengroßes, nie benutztes Trockenurinal. Das war links. Das ist schon gut 1 Meter Länge. Und Trockenurinal eigentlich nur deshalb, weil in verschiedenen Bunkern oder in vielen Bunkern halt diese Wassersäcke vorhanden waren. Hier hätte man sagen können, wir haben doch den Tiefbrunnen, wir können doch spülen. Aber natürlich hatte man für die Bunker ein Urinal entwickelt und das war dieses und deshalb wurde es hier eingebaut. Ja. Die Männer haben im hinteren Bereich noch Toiletten. Da sieht man, das sind insgesamt 1, 2, 3. Und da, genau, Achtung, eine Wand. Und dahinter kommen die Toiletten und dann kann man es auch schon sehen und fühlen, da sind die Vorhänge, ähnlich würde ich fast sagen, es sind keine Gardinen, sondern es ist so ein bisschen wie Duschvorhänge. Ja. Und das sind eben die Möglichkeiten, um auf Toilette alleine zu sein. Aber so ein Vorhang bietet halt auch die Möglichkeit, wenn jemand nicht rauskommt, weil er sich ja vielleicht doch was antut, denjenigen, der sich in der Toilette befindet, noch zu retten. Jetzt verläuft hier hinten ein Rohr, als gäbe es doch irgendwie eine Spülung. Das ist der klassische Spülkasten. Oben hat man den Spülkasten, so wie früher, so wie man das von früher kennt. Großmutters heute. Wohnung lässt grüßen. Wer kennt's noch? Ich habe sowas auch noch kennengelernt. Und heute ist natürlich alles abgestellt. Auch das mit einem lächelnden Auge müssen wir auf jeder Tour sagen. Und wir haben hier oft auch Baumärkte, die sagen, sie glauben gar nicht, wie oft sich gerade auch Kinder bei uns im Ausstellungsraum auf die Toilette setzen. Ich habe vor 2 Monaten bei Saturn, weil ich nach einer elektrischen Zahnbürste gefragt habe. Und die sagten mir, sie laden die Dinger auch nicht mehr auf, genau aus diesem Grund. Weil zu Demozwecken steckt natürlich an den meisten auch oben so ein Aufsatz drauf, damit man sieht, wie es halt aussieht. Ja. Und man hat wohl genau diese Erfahrung gemacht. Dass die Kinder natürlich das nicht nur die Kinder. Oh Gott. Ja, na gut, hier sagen wir das auch. Hier sage ich auch zu, ich habe schon mal einen von der Toilette geholt. Also der war kurz davor, sich hinzusetzen, wo ich sagte, Kollege, bitte wieder hoch. Wo ich denke, wer setzt sich denn hier? Ich meine, eine Gruppengröße regulär bei uns 30. Und wenn wir 30 Plätze haben, dann wollen eigentlich 300 Leute buchen. Wir sind extrem überlaufen hier auf unseren Touren. Und die 30 sind auch voll. Und mit 30 Leuten setze ich mich doch hier nicht mittendrin auf Toilette. Aber einige machen das. Denn ich sage immer gern, wir haben eine Nottoilette, die hat eine Spülung und die funktioniert und die ist neu. Da gehen wir gerne auch hin. Genau, hier
Tja, ich wünsche eine geruhsame Nacht. Ich weiß, das ist jetzt mega sarkastisch. Hier haben wir, wie viele Betten? 150? Und vom Anfassen her erinnern die so ein bisschen an diese Sprungtücher vom Trampolin. Man hat hier außen hat man diese Sprungfedern, dann hier die Fläche. Also ein bisschen erinnert es an so ein Kindertrampolin. Die Betten sind übrigens dreietagig. Ja, und waren auch recht kurz. Also nur 1,70 lang. Und wie breit ungefähr, das würdest du schätzen? Puh, wie breit? Das haben wir keine 40. Ein bisschen mehr als 40 die Liegefläche. Also auf der Seite liegen am besten. Wer schon mal mit im Schlafwagen beim City Nightline, jetzt Nightjet, gefahren ist, der kennt das. Da sind nämlich die Liegeflächen je nach Zugmodell auch nicht viel länger. Da muss man dann auch mit angewinkelten Beinen liegen, es sei denn, man hat die Luxusvariante gebucht. Also sowas gibt es ja heute auch noch ein bisschen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, ihr hört, es ist halt wahnsinnig. Und viele kennen es vielleicht sogar noch, alte Kühlaggregate, alte Lüftungsaggregate waren wahnsinnig laut. Das heißt, hier zu schlafen war wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Ja, das würde ich auch sagen. Also das muss oder wäre die Hölle gewesen. Viele von unseren Gästen sind irgendwann, das finde ich total schön, so tief in der Geschichte drin, die leben so mit uns diesen Weg hier, dass sie mich dann fragen, wie die Menschen das empfunden haben. Das kann ich natürlich nicht beantworten. Das wird nie jemand beantworten, weil wir wissen ganz genau, kalte Kriege dürfen keine heißen Kriege werden, weil das die Menschheit nicht überleben würde. Und hier, da es eingerichtet ist für den Kalten Krieg, hat natürlich nie jemand dieses Bett benutzt. Also es gibt hier wahrscheinlich Betten und es gibt auch im Bunker sicherlich mehr als einen Stuhl, der gebaut und nie benutzt wurde, wo noch nie jemand drauf gesessen hat. Und deswegen kann man sich das immer nur vorstellen. Aber das hier finde ich auch ganz gruselig, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Eine Sache, die aber sehr bezeichnend ist, die würde ich gerne, wenn wir die Zeit haben, kurz vortragen. Wir haben nämlich pro Bett so eine Decke. Und man muss sich vorstellen, man ist hier unten, durchlebt den Kalten Krieg, der dann zum heißen Krieg geworden ist, bangt um sein Leben, ist hier zusammengepfercht mit fremden Menschen, es ist warm, es ist ungefähr trotz Lüftung und Kühlung, schätzt man die Temperatur auf 35 Grad bei knappen 100% Luftfeuchte. Man ist also komplett durcheinander am Ende seiner Kräfte und dann bekommt man diese Decke, auf der steht: Sehr verehrter Reisefreund, diese Moitex-Decke aus einem neuartigen Material hergestellt, ist in dem Bestreben geschaffen worden, Ihnen zu günstigen Bedingungen eine hygienisch einwandfreie Reisedecke zu bieten, die leicht ist und gute Wärmeeigenschaften besitzt. Wir hoffen, dass Ihnen diese Decke auf der Hin- und Rückfahrt gute Dienste leistet. Auch nach Ihrer Reise werden Sie in Ihrem Garten oder auf dem Balkon noch Freude an der Moitex-Decke haben. Angenehme Reise in unserem Liegewagen und gute Erholung. Und ich mache gerade noch meine Witze über die Liegewagen der Deutschen Bahn oder der Österreichischen Bahn. Also finanziell finde ich es gut, dass nicht noch mehr Millionen investiert wurden in ein Konzept, welches nie hätte gelebt werden können. Aber wenn man sich vorstellt, wir haben hier keine Beschäftigung, keine Bücher, keine Filme, kein Fernsehen, kein Video, es hätte nichts gegeben. Man sitzt und starrt 16 Stunden im Sitzen vor sich hin. Ich denke, jeder hätte diesen Zettel gelesen, weil es einfach das Einzigste war, was man überhaupt lesen konnte. Und dann finde ich es mehr als makaber und hätte bitte unterbunden werden können. Denn ich glaube, von der Bahn die Decken zu bestellen ohne den Zettel, das wäre möglich gewesen und das wäre sinnvoll gewesen. Auf jeden Fall. Wir befinden uns jetzt hier in der Schleuse. Ihr hört es auch wieder, es ist sehr hallig, sehr groß. Und hier wären die Leute damals reingekommen, beziehungsweise hier sind sie ja auch im Zweiten Weltkrieg reingekommen. Wie hätte das funktioniert? Wir haben ja hier Türen oder so riesige Türen. Also es fühlt sich gar nicht an wie eine Tür, aber es ist eine. Wie hat man die erstmal überhaupt bewegt? War da schon Elektrik hinter oder alles per Hand? Ja,
Also das, was wir hier haben, ist eine Schleuse und vor der Tür haben wir sozusagen ja auch nochmal ganz viele enge Gänge. Das kommt alles aus einer Idee vom Zweiten Weltkrieg. Also es gab im Jahr 36 das Führer-Sofortbauprogramm von Adolf Hitler und da wurde festgeschrieben, wie ein Bunker auszusehen hat. Und da hatte man sich entsprechend Gedanken gemacht. Unter anderem eben, dass wenn Bunker, die haben ja unglaublich dicke Außenwände, dass wenn eine Bombe aus dem Flugzeug abgeworfen wird, auf einem Dach landet, auf einem Bunkerdach, dass die Decke so dick ist, dass sie, ja, dass der Bunker standhält, trotz der Detonation. Man hat aber auch berechnet, dass wenn so eine Bombe oder nur die Druckwelle einer Bombe in einen Bunker hineinkommt, dass er von innen gesprengt werden kann. Also musste man dafür sorgen, dass das nicht passiert. Deswegen gab es Schleusen. Die Schleusen sollten auch die Druckwellen abhalten. Deswegen sind Schleusen auch immer gerne sehr, sehr verwinkelt, weil dadurch die Druckwelle gebrochen wird. Des Weiteren hatte man aber auch viel Angst vor Giftgasangriffen und deswegen war es immer möglich, in der Schleuse zu lüften, also einmal nach draußen die Luft auszutauschen. Und die Gegebenheiten waren da und im Kalten Krieg hat man gesagt, das Schleusenprinzip macht für uns auch Sinn, denn jetzt ist es nicht so wie im Zweiten Weltkrieg. So viele Leute wie reingehen, passen irgendwie, die werden reingedrückt, denn wir wissen, im Zweiten Weltkrieg sprechen wir hier von knapp 5000 Personen, die vor Ort waren. Im Kalten Krieg heißt es ja, hier in dieser Seite oder auf dieser Seite 1351 Personen. So. Und die nicht 1352 Personen oder 53 Personen, die sollten hier rein. Nur wie wird das geregelt? Und dafür hatte man tatsächlich im Eingangsbereich eine Fußmatte. Und diese Fußmatte, ich meine, wenn Menschen panisch sind und hier reindrängen, fällt die nicht auf. Aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann hat man das Gefühl, wir sollen uns die Füße absäubern, abputzen. Und tatsächlich war aber unter dieser Fußmatte eine Zählmatte und die hat dann eben gezählt. Und hier in der Schleuse gibt es ja einen Platz für einen Bunkerwart, der dort stand und der eben gezählt hat. Beziehungsweise dieses Zählwerk, die Zählwerke oben beim Eingang und hier unten beim Eingang waren miteinander verbunden. Und dann hätte man gewusst, wann die Zahl erreicht ist und dann hätte man die Bunkertüren schließen müssen. Man hätte nicht noch mehr Leute wie im Zweiten Weltkrieg mit aufnehmen können, denn wir haben für 14 Tage nur Essen, nur Luft und deshalb wären dann die Türen automatisch verschlossen worden. Apropos nochmal die Frage, wie hat man diese Türen damals geöffnet? Die sind ja wirklich sehr dick, sehr schwer, massiv. Weiß man darüber irgendwas? Ja, also wir haben ja heute ein Pult hier in der Nähe und von diesem Pult aus werden diese Türen gesteuert. Also ich beziehe mich dann nur auf den Kalten Krieg. Und im Kalten Krieg wäre es so gewesen, dass es hier über die Hydraulik, über eine hydraulische Anlage, wären die Türen bedient worden, fällt diese aus. Das ist immer die Angst der Gäste heute. Dann können wir die Türen per Hand öffnen. Das ist kein Problem. Man merkt, es ist sehr schwer, die per Hand zu öffnen. Die Türen sind wahnsinnig schwer, aber es ist machbar. Und früher eben hydraulisch. Und das, was ihr hört, ist die S-Bahn. Nicht ganz, das nicht ist ganz? Die U3. Also die U3. Wenn man also unseren Bunker sehen könnte, wenn der leuchten würde, das wünsche ich mir manchmal, weil ich oft die U3 nutze, und dann mit der U3 vom Hauptbahnhof losfährt, könnte man zur rechten Seite unseren Bunker erblicken. Aber natürlich leuchtet unser Bunker nicht, sondern ist versteckt tief in der Erde. Und deswegen kann man immer nur erahnen, jetzt sind wir ungefähr auf Höhe des Bunkers, aber man kann den Bunker nicht wirklich dann sehen. Schließt und öffnet ihr die Türen manchmal zu Demonstrationszwecken bei den Touren? Ja, also die Türen werden von uns gepflegt und gehegt. Wir haben einen Kollegen im Verein, der auch lange Zeit im Maschinenraum des Elbtunnels, des alten Elbtunnels gearbeitet hat. Der kennt sich also mit so ganz alter Maschinerie aus. Gott sei Dank haben wir den bei uns im Verein, weil tatsächlich wir machen die Türen so auf und zu, so wie bei einem Oldtimer muss man sich das vorstellen. Und dann müssen sie eigentlich schon wieder repariert werden, weil natürlich
im Laufe der Jahrzehnte das Ganze hier unten mit dieser Feuchte und nicht besser geworden ist. Aber wenn die Türen mal funktionieren, machen wir sie auch auf und zu, obwohl ich sagen muss, das muss man immer mit den Gästen absprechen, denn viele sind spätestens hier unten so in der Geschichte verfangen, dass sie auch schnell panisch werden und dass sie nicht eingeschlossen werden möchten. Und dann spreche ich das persönlich immer mit den Gästen ab, ob sie das möchten, ob wir nur eine Tür schließen, sodass sie einfach sehen, es ist noch der Weg nach oben gewährleistet. Hier endet ja auch so ziemlich die Tour. Wir sind ja an der Schleuse für die, hätte man den Bunker damals benutzt, wäre das der Eingang gewesen. Und für uns ist es quasi der Ausgang. Hier geht es ja wieder raus. Ich bedanke mich für diesen sehr, sehr anderen Einblick. Es ist auf eine gewisse Art und Weise doch sehr emotional und wir können echt froh sein, dass diese Anlage im Kalten Krieg nie benutzt werden musste. Wer jetzt allerdings trotz alledem neugierig geworden ist und sagt, das möchte ich eigentlich selber mal erleben und da mal ein bisschen in die Geschichte eintauchen, wie findet man euch? Wie kann man sowas buchen, wenn es denn nach Corona wieder geht? Also, wie findet man uns, die Hamburger Unterwelten? Man wählt sich im Internet ein und sucht über den Begriff Hamburger Unterwelten und findet dann relativ schnell unseren Verein und dort auf der Hauptseite eben auch unsere ganzen Angebote, die wir haben. Je nachdem, für was man sich interessiert, kann man dann weiterlesen, so heißt der Button, über den man geleitet wird, und dann im Hintergrund kann man auch Tickets buchen. Ich muss sagen, dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr überlaufen sind, was ein Luxusproblem ist, so empfinden wir das auch selber. Wir schaffen aber gar nicht, eben alle Leute hier durch die Unterwelt zu führen. Ist es so, dass da auch sehr schnell das Ganze ausgebucht ist. Ich habe auch Gäste oder Interessierte, die haben mehrere Jahre gebraucht, bis sie endlich mal Glück hatten. Denn wir haben, wenn wir eine Führung machen können, hier zwar Platz für 1351 Personen, aber auf unserer Tour dürfen wir maximal 30 Leute durchführen, denn dieser Bunker ist eben oder unterliegt dem Denkmalschutz und es ist schwierig, hier Rettungswege zu haben und zu finden. Und deshalb haben wir kleine Gruppen, die wir nur anbieten können zur Führung. Und im Moment durch Corona ist es leider nicht möglich, hier unten eine Führung zu erleben, weil wir nicht die Möglichkeit haben, entsprechend zu lüften. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Tour hier heute machen durften. Vielen herzlichen Dank nochmal für diesen tollen, in Anführungszeichen, Einblick. Das war Erlebe deine Stadt. Weitere Infos findet ihr natürlich im Kanal. Dort ist auch ein Link zu finden in der Videobeschreibung zu dem Hamburger Unterwelten e.V. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!